Ja, vielen Dank für die Einladung vorab, dass ich heute hier sprechen darf und Sie ein wenig informieren kann, was denn heute alles so möglich ist zu dem Thema BIM und digitale Infrastrukturplanung. Ich habe mir ein paar Anwendungsfälle dieses eben genannten Stufenplans rausgesucht heute, die wir versuchen mit Autos-Lösungen zu belegen. Und im ersten Teil geht es aber generell mal um unseren Autodesk-Ansatz zu Building Information Modeling. Vielleicht vorab, ich schone die Kamera oder ich sag mal, ich habe die Kamera jetzt mal nicht an, all dieweil unter mir findet Mathe Homeschooling statt und neben mir findet Deutsch Homeschooling statt und wir haben nicht so viel Bandbreite. Aber normalerweise sehe ich so aus. Mein Name ist Frédéric Lasson, ich bin Technical Sales Specialist hier bereit für den Bereich Infrastruktur. Heißt, ich denke in Metern, wie das Gros der hier wahrscheinlich anwesenden Menschen. Also Meter ist meine Einheit. Und mit mir kann man wunderbar über Gauß-Krüger oder UTM diskutieren, denn ich bin ja, von Hause aus Geograf, Geoinformatiker, Bodenkundler und Geologe. Also, das ist meine Welt. Mich finden Sie vielfach auf den Social Media Kanälen, wo Sie mit mir in Kontakt treten können, neben meiner E-Mail-Adresse. Ich bin Fan unserer Software und unserer Lösungen und poste da so einiges. Genau, vielleicht ein paar Worte vorab zu unserem Ansatz. Viele reden über BIM. Wir gehen einen Schritt weiter und sprechen über Connected BIM. Und Connected BIM ist für uns Building Information Modeling angereichert mit der Power der Cloud. Ja, heißt, wir nutzen Cloud-Lösungen, Cloud-Prozesse, Cloud-Vorteile, um Sie für Building Information Modeling zu befähigen. Das geht Großrechenprozesse an, wie zum Beispiel dieses hier. Und das ist was Nagelneues. Gestern wurde es veröffentlicht. Und zwar bei der Verarbeitung von Massendaten. Laserscanning ist ja heute gang und gäbe, ist das eine die Aufnahme der ganzen Daten. Das ist wunderbar, das funktioniert. Da gibt's, wird mit 7 Meilenstiefeln vorangegangen. Aber was kommt dann? Man muss die Daten ja irgendwie verarbeiten und zu Modellen oder zu was Reichhaltigerem verarbeiten. Und da nutzen wir unsere Cloud-Dienste zum Beispiel für, weil im Hintergrund arbeiten dann 10, 20, 30, 40 Großrechner an den Daten, um ein Modell zu extrahieren aus den Massendaten, die erhoben wurden. Und am Ende, nach weniger Zeit und keiner Pause im Arbeitsalltag, weil sowas blockt gerne mal einen Computer, kriegen wir eine E-Mail und ein Modell zurück. Ein Modell, was wir dann weiterverarbeiten können, wie zum Beispiel hier diese Statue, diese sehr detaillierte, facettenreiche Statue, die ansonsten sehr, sehr lange hätte modelliert und in die dritte Dimension gehoben werden müssen als Modell. Wenn wir über Connected BIM sprechen, sprechen wir in einem Atemzug natürlich über die Autodesk Construction Cloud. Das ist eine Plattform für den gesamten Lebenskreislauf von IC-Projekten, von der Planung über die Arbeitsvorbereitung, über die Ausführung bis hin zur Übergabe und Betrieb. Und dann geht das Ganze natürlich wieder von vorne an. Das belegen wir mit vielfachen Funktionen, sind aber da auch über Schnittstellen sehr offen und viele, viele Solution-Anbinder haben sich an diese Lösungen, die wir da haben, natürlich auch angeflanscht. Wir sind selber auch angeflanscht, denn alle unsere Desktop-Produkte und Ihre Desktop-Produkte wahrscheinlich auch sind heute schon Cloud-Ready, wenn man so möchte. Heißt, wenn wir etwas in dem InfraWorks, da kommen wir ja heute Nachmittag, glaube ich, zu, planen, dann ist das in einem Klick und in einem Workflow, sag ich mal, mit anderen geteilt, veröffentlicht und zur Kommunikation der Projektidee zum Beispiel im Browser zu sehen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Reden wir über weitere Kollaborationsthemen in dem Fall. Common Data Environment ist so ein Thema, was gerade in aller Munde ist. Ja, also eine einheitliche Datenbasis, ein Wissensstand und eine Plattform, in dem alle arbeiten, wo keine Information verloren geht. Ich weiß nicht, wie oft ich heute immer noch auf E-Mails fehle oder irgendwelche Leute, sag ich mal, nicht informiere über das, was da stattfindet. Also einheitliches Wissen ist gerade im IC-Bereich mit Sicherheit wichtig. Sonst plant man irgendwo hin, wo es nicht hingehört, zum Beispiel. Und da haben wir zwei neue Produkte am Start. Zwei
unbetitelte teilweise Produkte. Das ist Autodesk BIM Collaborate. Da geht es um Zusammenarbeit, da geht es genau um diese Plattform, in der Dateiformate gelesen und gesehen werden können, Berechtigungsmanagement erteilt werden kann, Versionsvergleiche gemacht werden können und Aufgabenmarkierungen gesetzt werden können, ohne dass man Papier verschwendet und ohne dass man dass irgendwer nicht in Informationsloop ist. Ja, da kann man Modelle auch koordinieren und das ist einer dieser BIM-Use-Cases, zu denen ich gleich später auch noch komme. Also die unterschiedlichen Gewerke aufeinander abstimmen, um Schwachstellen in der Planung herauszufinden, die Modelle übereinander zu legen, wie damals Butterbrotpapiere, wenn Sie so wollen, nur heute auf digitalen Arbeitsweisen. Und das Zweite geht noch einen Schritt weiter, oder ich sag mal, denken wir das Ganze noch einen Schritt weiter. Vielleicht kennt man es vom Revit. Mehrere Menschen arbeiten an einem Projekt gleichzeitig. Denn Projekte werden immer komplexer, Zeitskalen werden immer kürzer, bis geliefert werden muss. Warum nicht auch in der Infrastruktur an einem Projekt zusammenarbeiten? Und da haben wir Kollaborationsmöglichkeiten geschaffen, wie mehrere Leute heute an einem Projekt arbeiten können. Zusätzlich zu den ganzen anderen Funktionen, die man in der Zusammenarbeit noch braucht. Also angucken, markieren, redline und so weiter, wie ich es eben gesagt hatte. Unten links können Sie schon mal gucken. Und es geht weiter. In diese Richtung entwickeln wir uns weiter. Also auch das Handover, wie es bei uns heißt, wird weiterentwickelt. Da tut sich gerade einiges. Gucken wir uns mal an, wie diese Zusammenarbeit an einem Modell im Infrastrukturbereich arbeiten oder laufen könnte. Hier arbeiten mehrere Gewerke, mehrere Abteilungen, mehrere Disziplinen miteinander, die alle ihre fachspezifischen Vorteile haben, die sich alle super auskennen, aber womöglich vielleicht nur in ihrer Domäne. Nehmen wir zum Beispiel den Vermesser. Er war draußen im Gelände, er ist zuständig für ein Geländemodell. Das kann er durchaus mit Civil 3D über diesen Kollaborationsansatz natürlich machen. Arbeitet er auf der Cloud, kann er sowas dann freigeben und der Straßenplaner kann es konsumieren. Und zwar nur konsumieren, denn er war ja nicht draußen. Er weiß nicht, wie das Gelände aussieht und er soll da nichts verhunzen. Er soll nicht da, wo ein Berg ist, ein Tal hinmachen und wo ein Tal ist, ein Berg hinmachen, weil das ist nun mal der Bestand. Er plant die Straße, er referenziert das Geländemodell, entwickelt seine Straße, entwickelt seine Knotenpunkte und was auch immer. Und dann kommt der nächste im Bunde, das ist vielleicht das Zeichenbüro oder aber die Kanalplanung, die auf diese beiden Datensätze referenzieren muss. Die können Sie in Ihr Projekt, die Datensätze können dann die nachgelagerten Gewerke in Ihre Planung einbringen, einbinden, reinlösen, unterlegen, um darauf dann entsprechend Ihre Fachdisziplin zu entwickeln, sei es Zeichnungen abzuleiten oder sei es ein Kanalnetz an einer Straßenoberkante zum Beispiel zu planen. Wiederum aber nur in Referenz, weil das andere Gewerk gehört jemand anderem. So, und am Ende kommt jemand, der hat nicht den Genuss, so wie ich zum Beispiel, super coole Autodesk-Software-Desktop-Lösungen auf seinem Rechner installiert zu haben. Das sind dann Leute, die überall arbeiten und immer arbeiten, Projektleitung zum Beispiel, die administrative Aufgaben übernehmen, die das Design-Review übernehmen, die das interne Mängelmanagement machen und so weiter und so fort. Und die arbeiten dann genau auf diesem Modell, was die ganze Zeit in Zusammenarbeit in der Autodesk Construction Cloud gepflegt wurde und lassen da ihre Prozesse drauf ablaufen. Wie sieht sowas heute in der Praxis aus? Gucken wir es uns kurz an. Wir haben eine eingerichtete Zusammenarbeitsplattform auf unserer Autodesk Construction Cloud. Hier finden wir dann unsere Berechtigungen und unser Management unserer Daten wieder, also einzelne Ordner. Wir können ein sehr dediziertes Rechtemanagement abführen. Der eine darf nur gucken, der andere darf wirklich arbeiten oder verhunzen. Und dann gibt es Leute, die wirklich produzieren müssen und diese produzieren, wer heute schon ein AutoCAD einsetzt, Zeichnungen mit aber verschiedenen Referenzzeichnungen, womit unter. Und was passiert mit diesen Referenzen? Die sind immer unterbrochen, oder? Irgendwer räumt immer irgendein Laufwerk auf, also Referenzmanagement ist ein wichtiges Thema. So eine Facette von so einer Plattformarbeitsweise ist, dass das Referenzmanagement automatisch gemanagt wird von, oh, jetzt habe ich mich verklickt. So, damit das nicht nochmal passiert, müssen Sie mir die eine Minute geben, die eine Sekunde, Error Options immer visible. So. Das Referenzmanagement wird entsprechend von der Plattform an sich gepflegt. Wie sieht diese
Zusammenarbeit in einem Projekt aus. Also einer erzeugt das Geländemodell zum Beispiel oder die Trasse und kann diese dann freigeben. Der andere, der Nachgelagerte, wird die entsprechend dann konsumieren. Er kann sie einbinden in seine Zeichnung. Rechtemanagement findet wieder automatisch im Hintergrund statt. Sie sehen, dass die Schlösser gesetzt sind. Da darf man nicht drauf arbeiten. Und nachgelagert kommen natürlich viele, viele Vorteile, wie zum Beispiel ein Zeichnungsvergleich, jetzt ist wieder der Projektleiter am Zuge. Ne? Ein Zeichnungsvergleich, also was hat sich geändert hier? Das kann an Zeichnungen stattfinden, das kann an Modellen stattfinden. Und man sieht sehr detailliert, was sich hier entsprechend geändert hat. Und man sieht es nicht nur, man kann natürlich auch von hier aus das Aufgabenmanagement direkt starten, in dem Fall, dass man Redlining betreibt oder ein echtes Issue-Management für Arbeitsaufgaben, fürs Zeichenbüro zum Beispiel hat. Und zwar in einer Plattform, in der jeder und immer die Übersicht hat, was jetzt gerade passiert, was nicht gemacht wurde, was gemacht wurde und wie gesund überhaupt so ein Projekt ist und ob es vielleicht zeitlich zu zeitlichem Verzug kommen könnte. Genereller Ansatz heißt für uns, dass wir am Zahn der Zeit arbeiten. Massendatenverarbeitung haben wir eben schon gehört, Kollaboration haben wir schon gehört, aber auch Artificial Intelligence, industrielle Fertigung und Nachhaltigkeit und wie auch Smart Cities sind unser Thema. Nachhaltigkeit, da suchen wir uns strategische Partnerschaften gerne auch mal aus, ja, wie zum Beispiel LafargeHolcim und IBM, die zusammen diese ORIS-Datenbank entwickelt haben. Denn wenn wir über ein Stück Infrastruktur nachdenken, dann liegt das ja da durchaus ein paar zehner Jahre. Ja, wir müssen mit optimalem Budget planen. Es hat ein CO2, also Bauprojekte haben wir den größten CO2-Ausstoß heutzutage oder CO2-Verbrauch. Und wir müssen an die nachgelagerten Prozesse wie Maintenance and Operations denken. Und sowas kann man durchaus alles schon in der Planungsphase machen. Hier haben wir eine Partnerschaft, die ein Plugin entwickelt hat auf AutoCAD Civil 3D, unserem Detailplanungswerkzeug, wo man schon in der Planungsphase sieht, wie später performt wird. Wie performt wird in diese Bereiche CO2 und so weiter und so fort. Das findet auf großem Maßstab statt, also das ist eine internationale Zusammenarbeit, aber nichtsdestotrotz reagieren wir natürlich auch auf lokale Anforderungen und deswegen haben wir vor kurzem eine DBD-BIM-Anbindung für AutoCAD Civil 3D geschaffen, wo man schon in einer früheren Projektphase sehen kann, was es denn kosten würde und wie es performen würde. Ja, mit Gap-Export und Kostenermittlung und natürlich dem, was man später hinten raus produzieren muss, sprich Pläne oder aber auch Gap-Exporte. Wir kümmern uns, und auch das ist eine Facette unseres generellen Ansatzes, nicht nur um traditionelle Arbeitsweisen, sondern natürlich versucht man als großer Hersteller auch den Markt ein bisschen zu formen, aber in die richtige Richtung zu formen. Wenn wir uns angucken, wie denn die Entwicklung von Design war, haben wir ganz früher mit Sicherheit, waren so die ersten Zeichnungen, die man hatte, gehämmert auf ein Stück Stein, ja, dann kam irgendwann Papier und Stift dazu, dann kam CAD dazu und dann kam parametrische Modellierung dazu. Und heute sind wir in einer Zeit, in der wir über Design Automation nachdenken. Heißt über visuelle Programmierung, mit dem man immer wiederkehrendes ablaufen lassen kann und auch sollte. Denn wie gesagt, Projekte werden nicht einfacher und ich laufe hier voll aus der Zeit aus. Werden nicht einfach. Wenn Sie nicht wissen, was Design Automation ist und visuelle Programmierung ist, jeder hat heute die Möglichkeit zu programmieren. Nehmen Sie das Ziel hier zum Beispiel, diesen Kranich. Sie wollen diesen Kranich basteln. Was machen Sie? Sie können einen Text lesen. Anhand dieses Textes könnte ich nicht diesen Kranich basteln. Ich bräuchte sowas, eine Anleitung, also kleine Häppchen und Bausteine, die ich aneinander setzen kann, um zum Ziel zu kommen. Und nichts anderes ist visuelle Programmierung. Übrigens, diesen Kranich habe ich Ihnen oben rechts hinter einen QR-Code gelegt. Ich habe zwei Kinder und wir suchen immer händeringend nach irgendwelchen Möglichkeiten, die zu beschäftigen, falls es Ihnen ähnlich geht, oben rechts. So sieht visuelle Programmierung aus. Nehmen wir zum Beispiel dieses Beispiel, wir haben die Straße und jetzt geht es an die Beschilderung und an die Ausstattung dieser Straße entsprechend ran. Wir müssen Poller setzen, wir müssen Schilder setzen. Da kann uns so ein Stück Design Automation und visuelle Programmierung helfen, weil diese ganzen Poller jetzt hier zu setzen, das kann man von Hand machen, ja, da verliert man aber Stunde um Stunde oder man setzt das, was man als Idee im Kopf hat, in ein Stück Programm um. Programm,
was jeder selber schreiben kann. Auf der linken Seite haben Sie so Spaghettis gesehen. Das ist ein Baukastenprinzip für Programmierung. Man kann aber auch neue Sachen erfinden. Neue Sachen wie zum Beispiel die Dokumentation, die man, Bilddokumentation, die man vielleicht machen muss. Jedes Endgerät, was wir in der Hosentasche oder links neben unserem Schreibtisch liegen haben, hat heutzutage einen GPS-Empfänger und Fotos sind mit GPS-Informationen ausgestattet. Warum diese nicht nutzen, um in Plänen zu integrieren, zum Beispiel um irgendwo die Müllhalden in einer Stadt aufzudecken. Kann man ja mal anbinden und dann entsprechende Reaktionen anbieten und entsprechende Reaktionen daraus zu machen. Also ich habe diese Fotos hier entsprechend aus oder die Informationen aus den Fotos ausgelesen mit einem Stück Programm, was ich selber geschrieben habe in dem Fall. Sie werden direkt in Pläne integriert. Es kommen Marker hinzu. Diese Marker linken zum Foto und haben noch zusätzliche Informationen dran. Und ich kann auf in einem Klick sehen, was wo Sache ist. Ich klicke auf das Symbol im Plan drauf und ich komme an das entsprechende Foto dran. Anderer Ansatz, den wir haben, ist, wir sind Open BIM. Ja, allen Unkenrufen zu trotzen können wir natürlich auch Open BIM. Wir sind Founding Member vom Building Smart und auch von der OGC und offene Datenstandards sind für uns nichts Neues. Auf der rechten Seite ein paar, die wir schon seit geraumen Zeiten supporten und an denen wir auch, jederzeit weiterarbeiten. Zum Beispiel das Thema CityGML. Ich weiß, es sind viele aus dem Bereich Stadt entsprechend da. Das haben wir auf dem Radar. Da haben wir eine Kooperation mit der Safe Software, die uns einen CityGML-Umsetzer entsprechend zur Verfügung stellt. Dieser ist kostenlos und runterladbar. Also CityGML-Daten, diese Stadtdaten, können Sie jederzeit umsetzen und das natürlich auf, mit dem FME Quick Translator auf dem Desktop. Auch was das Thema IFC angeht, sind wir state of the art und up to date. Das, was wir heute haben. Was relevant für Infrastruktur ist, wird supported. Ja, Infrabox auf der linken Seite, Civil 3D auf der rechten Seite, beides Produkte, die IFC heute vertragen, in den Ausbaustufen, in denen es heute brauchbar ist. Auf der linken Seite werden zum Beispiel diese Brücke als IFC-Element-Proxy übergeben. Ist machbar, wird heute schon gemacht. Auf der rechten Seite, ja, die Achsen. Das ist heute schon ratifiziert, können wir ausgeben über entsprechend das IFC-Alignment. Aber auch da muss man auf lokale Standards, wenn man einen OpenBIM-Ansatz reagieren und für sowas haben wir unsere Oxtra-Schnittstelle renoviert, die jetzt mit den Objektarten des Schemas Lageplan und Entwurfs umgehen kann. Und in der Version 2018 derzeit ab Version Civil 2019 zur Verfügung steht. Ein paar Anwendungsfälle des Stufenplans, er wurde eben schon genannt. Also wir sind im BIM-Stufenplan. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht aus diesen Handreichungen, die es auf der BIM4Infra 2020 Seite geht, insofern Sie sich noch nicht kennen. Oben rechts wieder der QR-Code, einfach zu erreichen. Hier gibt es ein Dokument, was da entsprechend die häufigsten Use Cases und deren Vorteile aufzeigt. Das habe ich mir mal rausgenommen und entsprechend aufbereitet und siehe da, über unsere Lösungen oder über unsere Partnerlösungen decken wir das Gros dieser Use Cases, die wir da haben, entsprechend ab. Ich gehe jetzt jeden einzelnen Use Case mit Ihnen durch. Nein, Scherz, da würden wir dann mit Sicherheit noch lange hier sitzen. Gucken wir uns nur ein paar an, deren Gros mit einem Produkt, was womöglich viele von Ihnen haben, das nehmen wir das Schweizer Taschenmesser für den Bereich Infrastruktur, die AEC Collection, abdecken können. Anwendungsfall 1 wird dort beschrieben als Bestanderfassung, ja, also und wird gemacht zur Reduzierung von Risiken, Unterstützung der Entscheidungsprozesse und natürlich zur Wiederverwendung der Daten in folgenden Planungsleistungen. Dort können wir fotogrammetrische Ansätze zum Beispiel loslassen. Also es werden vielfach über Drohnen Fotos erzeugt heute, um etwas zu erfassen. Diese Fotos werden wieder über unseren Connected BIM Ansatz über einen Cloud Service zusammengerechnet zu einem 3D-Modell. Ähnlich wie Sie es eben gesehen haben, vorhin war es aber eine Punktwolke. Jetzt sind es wirklich Drohnenfotos. Und wir kriegen das, was wir zur Planung oder zum Betrieb weiter brauchen. Heißt, wir kriegen ein 3D-Modell, ein hochaufgelöstes Luftbild und berichtet, was die Genauigkeit natürlich angeht.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass die Erfassung eine sehr einfach ist. Also mal eben schnell mit einem Auto rumfahren und so eine Stadt erfassen ist sehr einfach. Danach muss gearbeitet werden mit diesen Daten. Unterstützen wir uns zum Beispiel auf Objektextraktion. Da wird nicht geguckt, was eine Lampe und was eine Ampel ist. Es wird anders geguckt. Es wird geguckt, was ist es denn? Ich habe da was gefunden. Ist das eine Lampe? Ja, das ist eine Lampe. Sofern wir der Software das dann entsprechend genannt haben, sortiert es alle Lampen in diesem Modell zum Beispiel raus. Und übrigens, die Höhe ist genauso extrahiert oder die Höhe dieses Modells, was da automatisch gesetzt wurde, ist genau die Höhe des Punktwolkenassets, was gefunden wurde. Und so kann man aus diesen Punktwolken eigentlich ja, sehr schnell und sehr schön die Objekte extrahieren, die man jetzt für eine weitere Partenplanung oder Fortführung entsprechend braucht. Objektextraktion in der Straßenplanung sieht ein bisschen anders aus, aber doch sehr ähnlich. Nehmen wir zum Beispiel hier diesen Bereich der Umgehungsstraße, die muss um und neu geplant oder erweitert werden. Hier geht es darum, dass man Fahrbahnkanten und Ränder entsprechend extrahieren muss. Da kann man entweder in diesen Massendatensatz, da ist eine Punktwolke im Hintergrund, reingehen und Punkt für Punkt fangen und selber digitalisieren, oder man nutzt wiederum clevere Software, setzt einen Klick ab, setzt einen zweiten Klick ab und lässt sich den Rest von der Software digitalisieren, die jetzt diese Ränder Linie automatisch gefunden hat. Und natürlich ist diese Linie jetzt nicht einfach nur da, sie kann für Umplanungsprozesse entsprechend weiter genutzt werden. Auch wirklich diese Fülle an Massendaten zu verarbeiten, ist schwer, heute immer noch schwer von Rechnern. Clevere Prozesse, wie man zum Beispiel die Oberfläche rauslösen kann, ausdünnen kann, um dort dann ein Geländemodell des Bestandes zum Beispiel zu erzeugen und das aber in geregelten Abständen. Anwendungsfall 2 ist die Planungsvariantenuntersuchung. Also man braucht eine Entscheidungsgrundlage für einen Auftraggeber. Man möchte eine transparente und schnelle Erstellung von Planungsvarianten entsprechend machen. Und da möchte ich ein Beispiel rausnehmen heute von InfraWorks, unserem Hans Dampf für die frühe Projektphase. Und zwar das Thema Daten, Daten, Daten. Ja, also wenn man eine gute Planung machen möchte, muss man diese auf Daten aufsatteln. Ja, und diese Daten sind vielfach GIS-Daten natürlich. GIS-Daten, die in der zweiten Dimension vorliegen. Diese können wir zum Beispiel in dem InfraWorks veredeln, indem wir es in die dritte Dimension hochbringen. Ich habe hier einen Plan, ein Linienstückwerk, eine DWG. Diese DWG oder DXF bietet mir aber Informationen, die in der dritten Dimension hilfreich wären. Ich binde sie mir in mein InfraWorks ein und da sehe ich meine Grundstücksgrenzen und meine ganzen Linienverläufe, wie zum Beispiel diese Straßenverläufe in der dritten Dimension und kann da entsprechend mit der Planung in der frühen Phase aufsetzen. Planung auf Daten sieht dann zum Beispiel so aus. Wir binden uns in InfraWorks und InfraWorks ist ein Daten-Allesfresser. Daten in unsere Planung ein, wie zum Beispiel über unseren Autodesk-Connector for ArcGIS. Ja, ArcGIS mit seiner Plattform, mit seinem Geodateninfrastruktur, bietet eine Fülle an Daten an, die für eine Planung zuträglich sind, wie zum Beispiel diese Verkehrsunfälle. Und jetzt bitte nicht lachen, dieser war wirklich ich, das ist meine Heimatstadt, da sitze ich gerade. Das war ein Abbiegeunfall, das war ein Auffahrunfall, der sitzt an der falschen Stelle. Nichtsdestotrotz, diese Daten kann man sich zunutze machen, ganz einfach reinsaugen in sein Modell und darauf reagieren natürlich. Reagieren mit einer Planung, sprich mit einem Kreisverkehr oder aber mit einem Knotenpunkt. Zwischen Kreisverkehr und Knotenpunkt liegen 2 Minuten, liegen 2 Sekunden hier in dem Fall in diesem Video. Und natürlich dann auch weitere Variantenuntersuchungen machen, wie zum Beispiel Verkehrssimulationen. Auch da ist InfraWorks für ausgestattet, um zu gucken, was die beste Situation ist. Wiederum Knoten oder Kreisverkehr zum Beispiel. Das geht im großen Maßstab, das geht auch im kleinen Maßstab. Der kleine Maßstab wäre Mikrosimulation. Also ich kann durchaus simulieren und visualisieren, wie sich nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Leute im Raum bewegen. In der heutigen Corona-Zeit mit Sicherheit nicht so unwichtig. Anwendungsfall 5 und 14 ist die Erstellung von Entwurfs- und Genehmigungsplänen, Erstellung von Ausführungsplänen. Habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst. Insofern noch nicht bekannt. Immer wenn es an Detaillierung geht, ist Civil 3D das Werkzeug der Wahl innerhalb der Collection.
Hier werden die Bereiche Vermessung, Straße, Erdbau, Schließung, Kanal, Druckleitung, Landschaftsplanung und Co. mit erschlagen. Und das bietet alles, was man entsprechend für die Abgabe von Plänen und Modellen braucht. Genau. Wenn wir InfraWorks schon angeguckt haben, wie schaffen wir es denn, innerhalb dieser Tools die Daten von A nach B zu gehen und möglichst verlustfrei? Ganz einfach, Civil und InfraWorks sind ein dynamisches Duo. Die zwei arbeiten, übernehmen ihre Koordinatensysteme und ich kann entsprechend, wenn ich etwas wie diesen Knotenpunkt auf der linken Seite geplant habe in der frühen Leistungsphase, kann ich ihn ganz einfach integrieren in Civil 3D und dort entsprechend ausdetaillieren und alles davon erzeugen, was ich und zwar ausdetaillieren über Achswerkzeuge, Gradientwerkzeuge und Co. und alles erzeugen, was ich später für die Abgabe entsprechend brauche, wie zum Beispiel Lagepläne von diesem Knotenpunkt, den ich hier am Ende gezeigt habe. Genau. Und an diesem Werkzeug sind wir gerade schwer dran, auch da wieder zu quantifizieren. So heißt das bei uns entsprechend, heißt auf den Markt abzustimmen. Da findet ein Rieseninvest statt. Hier nur ein paar Neuerungen, die in den letzten paar Monaten reinkamen. Also wir müssen in Deutschland auf Standards reagieren. Das sind zum Beispiel die Erweiterungen oder OXTRA, wie ich eben schon genannt hatte. Wir müssen Regeln befolgen wie die RE 2012. Da gibt es Standards für Sichtweitenbänder und Sichtweitendreiecke. Die Grunderwerbsplanung fordert Spezielles von uns. Die Beschilderungsplanung mit unserem guten alten deutschen Schilderwald fordert von uns. Und wir haben einen enormen Invest in letzter Zeit gemacht. Möchte ich Sie nicht mit langweilen, ich werde hier nicht alles vorlesen, aber wir haben so viel investiert, dass wir all diese Standards und Normen mittlerweile supporten und seit gestern schon wieder einen neuen, also auch die neue Verkehrszeichenrichtlinie, eine neue Richtlinie für Fahrzeugsimulation wird entsprechend auch von uns supportet. Das nehmen wir mit. So, Anwendungsfall 5 ist die Koordination der Fachgewerke. Ja, hier sollen Kosten oder hier werden Kosten verringert und Terminrisiken ausgemerzt. Die Planungsqualität wird verbessert und die Arbeitsvorbereitung wird verbessert hier entsprechend. Und auch da wieder ein Workflow, den man abdecken kann, zum Beispiel die Kollisionsermittlung, indem wir die unterschiedlichen Fachgewerke, gerne auch Fremdmodelle, es muss nicht immer ein Autodesk-Format sein, was hier integriert ist in diese Lösung, entsprechend alle zusammengebracht werden, koordiniert werden, die Konflikte herausgefunden werden, sei es ein zeitlicher Konflikt, ein harter Konflikt oder ein weicher Konflikt, also hier kann man auch mit Suchabständen entsprechend arbeiten und diese Konflikte dann direkt ausmerzen. Insofern man bei uns in der Software ist, gibt es die Möglichkeit eines Switchbacks. Das heißt, ich finde einen Konflikt, ich habe beide Werkzeuge auf meinem Rechner und ich springe zack ganz einfach in das Werkzeug, was diesen Konflikt lösen kann, in die Autorensoftware dann rüber. Genau. Ich hatte vorhin schon ich hatte vorhin auch die Anbindung an die, oder ich sag mal, das Kollisionen- und Aufgabenmanagement in der Construction Cloud gesprochen. Da gibt es natürlich hybride und integrierte Workflows, wie man das laufen lassen kann. Weil man hier in diesem Tool doch sehr, sehr fein Konflikte finden kann, aber die Aufgaben natürlich dann wieder über die Cloud vielen zur Verfügung gestellt werden müssen. Also da gibt es integrierte Arbeitsweisen. Das möchte ich nur kurz an dieses Bild zeigen hier. Also wenn wir von Connected BIM sprechen und vernetzter Software mit Cloud-Diensten und Cloud-Services, dann ist es genau dieses hier. Ich arbeite lokal auf einem Rechner, aber das Issue, was ich erzeuge auf der linken Seite, was Sie da in Orange sehen, wird allen zur Verfügung gestellt, die daran arbeiten können und dürfen. Und da müssen wir natürlich dann, und da findet der Informationsfluss dann über die Autodesk Construction Cloud statt. Anwendungsfall 12 wird beschrieben als Terminplanung und Ausführungsplanung. Da sollen Unregelmäßigkeiten im Bauprozess und im Planungsprozess entsprechend aufgedeckt werden. Daraus ergibt sich natürlich eine erhöhte Terminsicherheit und dann auch eine Akzeptanzsteigerung, wenn man entsprechend so möchte. Und natürlich ist auch sowas mit der AC Collection durchaus möglich. Modellassets werden einzelne oder werden Zeiten zugewiesen, werden Statis zugewiesen, sodass man schon hier rausfinden kann,
ob alles dann wirklich so gebaut oder wie geplant werden kann. Für die Anwendung und Betrieb und Erhaltung möchte ich noch kurz darauf eingehen. Wir haben ja, das treibt gerade im Moment viele um, wir haben eine technische Kooperation mit der Firma Esri, die ja, ich sag mal, auch in einer Garage vor 30 Jahren entstanden sind, aber mit einem anderen Ansatz, mit der Geoinformation. Ich weiß gar nicht, ob es eine Garage war, ich sage es jetzt einfach mal. Ist auf jeden Fall auch ein Platzhirsch. Und den kurz aufgezeigt über den Fall, dass wir natürlich Daten produzieren mit Building Information Modeling, die wir natürlich dann später im Betrieb weiterverarbeiten und weiter nutzen möchten. Und da geht es darum, Menschen, Workflows, Tools miteinander zu verbinden, die durchaus ähnlich sind. Ja, sagen wir, ein Geoinformatiker und ein CAD-Bearbeiter haben beide grafische Software drauf. Der eine mag Koordinatensysteme aber gerne und der andere hasst sie. Ja, wir haben in unterschiedlichen Datenformaten zu kämpfen. Wir haben in unterschiedlichen Skalenniveaus zu kämpfen. Building Information Modeling und Geoinformation sind nun mal sehr weit, was den Detailreichtum angeht, auseinander. Also wie kann man diesen Brückenschlag oder diesen Spagat zwischen BIM und GIS entsprechend machen? Hier ein Beispiel zum Beispiel. Also InfraWorks wieder im Zuge. InfraWorks wird zur Planung von Brücken und Trassen genommen, wie wir hier sehen. Hier kann ich mein Lichtraumprofil entsprechend einstellen. Hier kann ich darauf reagieren, wenn das Lichtraumprofil nicht passt und meine Trassierung anpassen. Hier kann ich meine Assets, wie zum Beispiel Signalanlagen hier setzen. Und dann wird sowas natürlich gerne wieder ans GIS übergeben. Das kann ich publizieren, ohne dass ich mich um das fremde Format, mit dem ich als CAD- und BIM-Mensch eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchte, kümmern muss. Einfach publizieren, sagen, was es sein soll, sagen, wie detailreich es sein soll und dann landet es auf der anderen Seite dann im Asset Management, sprich in der Geodaten, der Infrastruktur, wie in diesem Fall. Das ist genau die Trasse mit den Schildern, mit den Signalanlagen, mit den Bäumen, die Sie eben gesehen haben. Genau, damit bin ich schon, oder damit, ja, ja, habe es doch noch geschafft. Damit bin ich eigentlich am Ende meines Beitrages angelangt. Wir haben am Anfang gesehen, dass diverse über BIM nachdenken noch schon angefangen haben. Wenn Sie genauer herausfinden wollen, wie weit Sie sind, oben rechts wieder ein QR-Code, dem man folgen kann, da ist ein Selbsttest drin. Wenn man diesen dann erfolgreich oder nicht bestanden hat, einfach durchgespielt hat, kommt man an einen Bericht ran, einen Bericht mit vielen, vielen Daten, denn wir haben eine Umfrage gemacht zur Durchdringung von BIM im Infrastrukturbereich in Deutschland. Ein Marktforschungsinstitut Daten zusammengetragen und vielleicht finden Sie sich ja in diesem Bericht dann auch wieder. Wenn nicht, auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, um sich selber einzuordnen, wo man ist und wo andere sind. Damit sage ich danke und ja,